Hey und willkommen hier zu einer neuen Baufolge zu meiner Modern White and Wood Villa. Ich bin Daniel von SimFans.de und ich glaube, wir sind heute im Finale, denn viel ist nicht mehr zu machen. Und wir gucken erstmal rein, was ihr wieder geschrieben habt. Ja, erstmal hier so ein kleines Detail. Ihr seht auch alles wieder, ne? Hier hinten fehlt noch die Tapete an der Wand. Die müssen wir auf jeden Fall noch fixen hier, ja. Fixen. Das machen wir jetzt noch fertig. Das muss schön sein hier. Ja, da kommen die Sims zwar nicht ran und ich auch fast nicht hier, aber... Ja, da muss schon richtig sein hier. Da muss schon alles der allgemeinen Richtlinien hier, der Bauvorschriften der Stadt SimCity entsprechen. So, alles gut. Wir machen da auch, glaube ich, noch dann so ein bisschen einen grünen Boden rein, dass man sagen kann, hey, da wachsen die Hecken hier, das ist so ein Designer-Element. Haben wir auch noch. Und hier, glaube ich, auch noch, ne, da haben wir es noch nicht. Ja, jetzt wird das hier nochmal mit Details hier geschmückt. So sieht es aus. Ja, so machen wir das. Das stimmt alles. Ja, ja, da lassen wir das mal so. Alles gut, alles gut. Ja, ich habe auch noch einiges für Kleinkinder hier platziert und haben natürlich wieder gefragt, wieso hast du denn nicht das Kleinkindbett, wie du es gedacht hast, hier ins Schlafzimmer der Eltern reingepackt? Habe ich vergessen. Ganz ehrlich, ganz direkt, hier habe ich einfach vercheckt. Keine Ahnung, ne? Aber wir können das hier, na, da oben ist jetzt nicht so kindersicher, wir haben Kamin, Feuer, Kerzen und so Grams. Wir packen das Kleinkind kurzerhand in dieses riesige Holzkinderzimmer und da haben wir doch noch so ein bisschen Platz. Ja, da können wir auf jeden Fall nochmal ran. Wir haben hier so ein Bücherregal, das können wir, also das hier, diese Kommode, die können wir wegpacken und hier wird einfach diese Knuddelwuddelkatze hier, die heißt wirklich so. Nochmal entfernen und dann packen wir doch da einfach ein Kleinkindbett rein. Dann haben die ja auch gleich auch hier das Spielkrams dabei und ja, da müssen wir dann gucken, dass die da auch noch dann was haben. Die Kleinkinder, aber dann nehmen wir doch einfach hier das, dieses, da gibt's doch auch, gibt's da nicht so ein, ist das schon das hier gewesen? Da gibt's doch so ein, ja, das passt doch schon rein, ne? Dann haben wir das Rosa da mit drin so ein bisschen, dann packen wir das hier in das Eck rein, wieso geht das nicht? Das muss schon gehen hier, das passt da rein. Baby.MoveObject soll es wieder mal richten. Und die Sims brauchen ja auch nur die Mitte des Bettes, um da reinzukommen. Deswegen ist das ganz schön. Ja, doch, das nehmen wir, oder? Hier gibt es auch noch so eins, aber das geht mir schon zu sehr ins Lila wieder rein hier. Das ist auch voll toll. Das würde auch gut passen mit dem Türkis hier noch so ein bisschen. Sollen wir das so machen? Komm, dann machen wir das so. Dann ist es ein bisschen neutraler auch von der Farbgebung. Und wir haben da dieses Beige-Holz-Tonmäßige da mit drin, ja. Schönes Holzbett kriegen wir da eh nicht. Das ist mir ein bisschen zu holzig, muss ich sagen. Ja, das ist mir ein bisschen zu sehr. Würde auch noch gehen, aber ja. Ich finde jetzt die anderen vom Ton her besser. Ja, das ist mir auch zu dunkel hier. Ja, wir nehmen das. It's okay, it's alright. Dann können die auch da schön rausgucken, von Kätzchen träumen und ins Bällebad dann springen, wenn sie witzig sind. Hier könnt ihr auch direkt dann rausgehen. Da gibt es auch die Schulprojekte. Da haben wir Kleinkrams, da haben wir Kuscheltiere, Malsachen, alles, was das Kind so braucht. Und oben natürlich dann auch noch mehr Spielzeug. Dann packe ich aber hier auch noch so ein paar Kleinigkeiten rein. Für die Kids, damit das hier auch abgedeckt ist, ne? Ja, das machen wir so. Tablet darf auch nicht fehlen. So machen wir das. Können wir das da ins Regal eigentlich rein? Geht auch, ne? Also denn, ne? So, ein bisschen gefühlvoll spielen für die Elternfreuden-Charakter-Merkmale. Das ist auch doch hier so ein bisschen abgerundet. Ja, und das und den Rest vom Spielkrams, den gibt es dann oben. Kann dann auch Mama aufpassen und gucken und ja, hier noch ein bisschen das Kind unterhalten. Wir brauchen noch ein Bad. Da ist noch einiges zu machen. Das Ding ist noch komplett roh. Oben haben wir auch schon ein Bad drin, ne? Bei den Schlafräumen. Da haben wir auch das Töpfchen und so, da habe ich dran gedacht. Wir machen das unten auch. Wir nehmen aber so ein bisschen was davon auf, auch von dem Badezimmer. Ich würde es aber hier ganz gern, glaube ich, weiß machen. Ja, wir müssen da ein bisschen Abwechslung rein, aber ich würde trotzdem diese schöne Holzvertäfelung reinnehmen. Nicht schon wieder hier die Fliesen. Da können wir aber dafür schöne... wärmere, also ne, White and Wood haben wir ja hier das Thema, da können wir hier wärmere vielleicht Fliesen nehmen, mal gucken, wir haben ja so ein bisschen in die Richtung noch was, dann können wir das einfach mal umdrehen, den Spieß, weil das so dieses Beige haben wir da auch so ein bisschen immer mit drin, ne, bringt ein bisschen Wärme rein, dieser helle Holzton quasi, in dem jetzt dann natürlich jetzt hier, ne, Fliesen, aber von der Farbgebung finde ich das ganz cool und hier haben wir das nämlich auch mit drin, wenn man genau guckt. Da so ein bisschen Holz mit dran, ja. Und dann können wir hier noch ein schönes Badezimmer draus machen. Ich mache da ein bisschen mehr Beleuchtung rein, damit es schön hell ist hier auch. Und ich habe mir schon aus dem Debug so ein paar Fläschchen rausplatziert. Die fand ich ganz schön.
Und dann packen wir hier auch nochmal ein Badezimmer rein, weil das sind schon viele Sims, die hier wohnen. Und ich würde dann hier da mal die probieren aus Fitness-Accessoires, weil die hat, ja, die ist schon perfekt. Die hat so ein schönes Muster da am Rand, ist natürlich auch mit Stein und so, aber ich finde, das harmoniert hier ganz gut. Das Ding, das muss irgendwie noch ein bisschen da weg dann davon, ja, da müssen wir irgendwie nochmal gucken. Wir brauchen auch noch, also wir brauchen eine Toilette, eine Dusche und natürlich Waschbecken. Vielleicht können wir auch mal was ganz Krasses machen und einfach probieren, die Waschbecken da so ein bisschen in das Ding hier rein zu integrieren. Das wäre ganz cool irgendwie. Dass wir, ich würde auf jeden Fall da hinten die Dusche, ne? Man spielt ja immer mehr so in die Richtung und dann ist das große Objekt hinten, das ist dann so ein bisschen angenehmer. Und da würde ich ganz gern dann auch diese aus Fitness-Accessoires nehmen, dann haben wir nämlich da das gleiche Spiel hier, das gleiche Thema. Ja, von den Armaturen und so her, ne, das ist gar nicht mal so schlecht. Ist zwar viel Stein auch dabei, aber das kann schon was werden. Was passt denn da dazu jetzt? Das ist jetzt die Frage hier, ne? Das ist die Frage. Ich würde mal wirklich das Helle vielleicht auch nehmen. Oder haben wir da noch irgendwas? Ein bisschen was Kontrastreicheres, was hergibt irgendwie. Ist auch total schön. Tja, so ein bisschen ins Dunkelbraun. Ja, ist ja nicht so der Fall jetzt. Ich würde, glaube ich, echt mal... Ich glaube, ich nehme... Das ist ein bisschen leicht bläulich. Ich glaube, ich nehme einfach die einfache hier, ja. Und wir machen das dann so, dass wir, weil wir da unten eh die Halbwände haben, lassen wir die Halbwände dieses Mal, also die Wände von der Dusche rausgucken. Ich schiebe das ja manchmal so rein. Ja, dann hat man da quasi so wie so ein bisschen freier das Ganze. Ich finde es in dem Fall jetzt ganz gut, dass man hier dann nochmal so eine Unterbrechung hat. Ja, das ist ganz gut. Das passt schön rein, dieser graue Stein. Das ist doch eine schöne Geschichte. So, jetzt gucken wir mal weiter. Ich würde aber die Dusche, glaube ich, so rum dann eher machen, oder? Könnte man das hier so ein bisschen auch abtrennen? Wir müssen unsere Dinger hier noch retten. Hier, ah, kommt raus. Und dann packen wir hier das Klo daneben hin, oder? Mit einer Halbwand. Dann hat man das so ein bisschen auch abgetrennt im Baumodus. Das ist immer ganz schön, wenn man das mit so einer Halbwand macht. Vielleicht in der Höhe. Ja, dann hat man das so ein bisschen so eine Unterteilung und dann ist das so ein bisschen so eine Nische. Dann hat man da ein Stückel weit Privatsphäre, falls doch jemand reinplatzt. Ich weiß, die Sims juckt das eigentlich nicht, ne? Wenn jemand im Raum ist und hier rumkackt, dann kacken die auch rum. Ja, jetzt hat es aber genug hier gekackt hier für diese Folge. Dann nehmen wir auch hier passend dazu wieder das Klöschen, Popöschen. Ich glaube, der eine da war es schon hier, das bisschen hellere. Das war jetzt Marmor wieder, Stein und so. Aber passt hier natürlich dann gut rein. Und hier, ich bin mir so unsicher immer noch wegen dieser blöden Tapete, muss ich echt sagen. Es ist mir dann doch irgendwie ein bisschen zu holzig einfach, ne? Ja, das oben, da fand ich das so richtig schön. Da fehlt mir aber auch irgendwie ein bisschen das Licht so in diesem Zimmer. Vielleicht können wir da doch nochmal irgendwie so ein Fenster da reinpacken, dass wir wenigstens von der Seite irgendwie ein bisschen Licht reinkriegen. Das kann man ja durchaus hier noch so ein bisschen freier sich auslegen, ja. Dass man da nochmal, hat man da noch Licht, ne, da kommt ein bisschen Licht dann rein am Morgen. Das ist auch ganz schön hier. Ja, machen wir das so. Von außen gesehen geht's auch gut. Wir haben die Aufteilung hier ganz gut. Wir können da dann noch so ein bisschen helleres Holz dann nehmen als Leiste. Haben wir das wieder drin. Passt auch perfekt zu den Fenstern, ne, dieses bisschen goldene dann da auch. Und hier, da müssen wir jetzt irgendwie gucken, dass wir da schön die Waschbecken reinkriegen. Da wäre es natürlich gut, wenn man auch wieder die nimmt. Und man kann das da durchaus so ein bisschen vorschieben, damit... Oh ja, die sind gut. Damit es so aussieht, wenn man im Hintergrund irgendwie das Wasser hätte. Ist jetzt die Idee, aber ich glaube, wir brauchen ja auch Spiegel und so. Das ist so ein bisschen doof dann, ja. Vielleicht machen wir einfach diese Wand so als Halbwand hierchen oder irgendwie als Abtrennung, aber das ist schon wieder so groß. Wenn man die verkleinert, das ist halt wieder die Schwierigkeit, dass die Blubberbläschen, die bleiben, glaube ich, groß, ne? Müsste man mal ausprobieren. Aber das wäre natürlich auch schön als Abtrennung, ne? Das wäre wirklich, wirklich schön, glaube ich. Jetzt macht er mir die Halbwand auch weg, das blöde Ding. Ja, die ist halt ein bisschen zu groß einfach, da muss man so sagen, ne? Es ist wirklich so, dass die ein bisschen zu groß ist. Man kann die ein Stück weit in die Wand reinfaken, aber die hüpft auch wieder an die Wand hin, das blöde Kuhding. Jetzt reicht's aber da, die Lümmer auf. Wie könnte man das Ding noch verwenden? Irgendwie muss das doch noch irgendwie cooler da reinpassen. Dann haben wir hier noch so eine Wand. Da wäre es vielleicht auch ganz schön, dass wir das doch vielleicht da lassen. Machen wir das aber an die Wand oder so ran, ne? Das ist ganz schön. Dann hat man da noch ein bisschen Platz für irgendwas. Und dann hat man da trotzdem diesen Wassereffekt. Das wäre doch eine Idee. Das wäre doch eine Idee. Jetzt bin ich kurz am Überlegen noch, ob wir vielleicht doch nochmal entweder eine... Ja, es ist halt wieder, ne?
ich mag es halt im Bad wirklich ganz gern mit den Fliesen. Und ich finde die halt wirklich, wirklich schön, diese großen Fliesen aus Wellness-Tag. Die haben es echt in sich. Vielleicht nehmen wir auch einfach die da. Da gibt es, glaube ich, auch eine. Gibt es da nicht auch eine mit Beige und mit Weiß? Haben wir das nicht? Haben wir, glaube ich, echt nicht. Scheiße. Ja, das ist so ein bisschen, das gefällt mir schon besser hier. Ja, das ist schon besser. Ja. Machen wir es mal so. Und dann gucken wir, dass wir da nochmal so ein bisschen zwei Waschbecken, ne, ist immer besser. Und dann machen wir doch die Halbwand. Machen wir die rein. Mir gefällt es immer offen besser, aber so von der Idee her ist es natürlich schon sinnvoller, wenn das so ein bisschen abgetrennt ist. Ich fand das ganz schön hier, ja. Ich fand das ganz schön. Die Halbwand, das Topping hier kann man fast schon lassen. Wir können auch mal probieren, das mit dem zu machen. Und dann einfach da eine niedrigere Halbwand nutzen. Vielleicht sogar die ganz niedrige. Ah, oh, die ist ein bisschen zu. Nee, die ist zu niedrig. Ja, dann nehmen wir das hier, die da. Und dann packen wir. Wo ist das Topping jetzt wieder? Hier, das Topping. Da auch mit diesem, ja. Ja, das ist gut. Das ist gut so. Ja, dann hat man da auch mal so eine Abtrennung. Das ist ganz schön. Und hier natürlich dann auch das Grau. Das harmoniert dann auch ganz gut, weil es auch so hoch ist jetzt wie das hier. Ist dann auch eine schöne Geschichte, glaube ich. Ja, machen wir das mal so. Ich würde dann die Waschbecken wirklich bis zum rechten Rand dann aber schieben. Weil dann können wir da noch so ein schönes Badregal oder sowas reinpacken. Das ist nämlich ganz toll, ja. Das ist richtig schön. Das ist auch mit dem Holz wieder dabei. Ne? Aus Jahreszeiten ist das Ding und das sieht einfach gut aus. Und das passt da perfekt in so eine Ecke auch rein. Und dann können wir jetzt die entsprechend luftig, das sind ja freistehende Waschbecken, so. Na, so ein bisschen hier ausrichten an dem Ding. Das sind wir auch nicht so an das Raster. Ja, gekettet, was dann immer auch, ja. Ne, schwierig ist das dann. So, jetzt schön das Spiegel an die Wand hier. Wow, das ist doch schon mal cool. Der passt gerade so, aber noch dahin, ne? Das ist auch wirklich hier abgemessen. Und dann brauchen wir noch schöne Handtücher. Da nehmen wir doch... Ah, oh, die sind schon toll, ne? Die sind schon toll. Was hier? Was für ein Ding hier? Das ist echt schön. Wir brauchen noch so eine kleine Highlight-Farbe. Ich stehe ja immer total auf dieses Blau auch. Im Badezimmer sowieso. Man könnte die sogar so wirklich so rechts und links an den Fenstern da irgendwie. Das wäre doch eine schöne Geschichte. Ja, ohne dass das irgendwie das Fenster quasi auf das Fenster gehangen wird hier. Das ist wieder so ein Schiddebug, dass das hier durchschattiert. aber das ist schon mal ganz cool. Das hängt mir jetzt ein bisschen zu sehr auf der Badewanne. Ich würde es, glaube ich, hierhin machen. Dann hat man das zur Dusche und zur Badewanne so ein bisschen... Ja, man hängt die irgendwie immer so ein bisschen zu hoch, finde ich auch. Bei Handtüchern kann man da nicht viel falsch machen. Aber wenn man da zwei übereinander hängt, was ich hier auf jeden Fall machen würde, dann passt das so auch ganz gut, ne? Für die Kleinen, für die Großen, so ein bisschen Farbe mit drin, das ist doch ganz schön. Und jetzt können wir noch gucken, ob wir hier dann auch nochmal irgendwie so ein blau- oder türkisfarbenes Handtuch nehmen. Passt da oben nichts drauf. Ich glaube, da passen kleine Objekte drauf. Die haben da oben, glaube ich, wirklich so einen Slot auch drauf. Dann machen wir das mit dem. Machen wir das so. Ja, das schwebt auch nicht. Alles gut. Dann haben wir diesen Ton da immer so ein bisschen mit drin. Man könnte jetzt sogar noch... Das hat, glaube ich, auch sogar so einen blauen Ton. Und der passt gut. Ja, dann machen wir das doch so. Ohne, dass das Licht hier irgendwie blau wird, ist das ganz schön. Wir brauchen noch Beleuchtung. Da würde ich mal auf die zurückgreifen. Ich finde jetzt auch die, ne, wieder passend hier natürlich. Über jedes Waschbecken nochmal so ein Lämpchen. Die sind schön modern. Die sind weiß. Die sind... Ja, das passt ganz gut. Und man kann dann immer auch noch... Wenn man da mal die Nacht reinmacht, auch nochmal so ein paar Lampen unten drunter verstecken. Wobei es jetzt hier, müssen wir nochmal gucken, ob wir da vielleicht doch nicht nur eine Lampe da irgendwie nehmen. Ja, ist glaube ich besser. Ja, machen wir das mal so. Dann nehmen wir hier so ein bisschen wärmeres Licht noch und packen das unter die Badewanne rein. Ja, da kann man den Sims sehr gut machen hier, ja. Hat man da nochmal ein schönes warmes Licht und es ist ein bisschen indirekt auch und... Es leuchtet irgendwie alles so ein bisschen. Das ist ganz schön. So, jetzt hier noch. Diese Ecke, da müssen wir uns noch was ausdenken. Ich würde mal, glaube ich, hier in dem Fall gucken, ob wir irgendwo einen schmalen Hängeschrank bekommen. Ich glaube, das ist bei Oberflächen. Hier, ja, Oberflächen, ja, vor allen Dingen. Und da müssen wir jetzt gucken, was wir da kriegen. Also der ist eigentlich ganz schön. Der ist ein bisschen zu breit hier, ja. Ich hätte halt gerne noch mal so einen Badezimmerschrank. Die sind alle, glaube ich, aber so breit, ne, wie das hier auch. Ja, das ist ein bisschen zu... Das sieht man auch Teller, das geht nicht. Aber vielleicht auch den, weil der ist so ein bisschen, ne, auch wieder mit dem Blauton, mit diesem... Ja,
ist da weniger das Türkis, aber das passt hier, glaube ich, auch ganz gut rein. Ist weiß, ist Holz, ne? Und dann packen wir das Ding doch hier so ran. Machen wir das hier auch mit dem Rand? Ja, machen wir mit dem Rand. Machen wir das mal so. So ist das, glaube ich, gut aufgeteilt. Das sieht ja aus wie richtig hier einbauschrankmäßig. Hier alles hier integrated. Komplett richtig hier gemacht, oder? Ja, das ist eine schöne Geschichte. Man kann dann auch immer noch mit so Spiegeln da so ein bisschen was Tolles draus machen. Die sind jetzt leider ein Stückel zu hoch. Ich glaube, die anderen sind noch höher, ne? Das ist doof. Das ist jetzt so blöd. Was machen wir denn da? Was machen wir denn hier? Ich habe eine Idee. Wir probieren das mal mit denen. Das sieht immer ganz cool aus, wenn das da nochmal ein Spiegel dahinter, hinter dem Blubber. Wir packen das mal ganz nach oben. Leider ist das oben immer schwarz. Das kriegt man nicht anders hin. Und unten drunter gucken wir jetzt, ob wir da nochmal diese Schränke hinmachen. Und zwar die ganz schmalen und ganz unten drunter. Dann haben wir da sogar noch so eine schöne kleine Ablage für das Badekrams da. Ja, es ist wieder die Schwierigkeit, das so ein bisschen noch zu... Ja, dass das so schön bündig ist alles, aber trotzdem da in der Badewanne dann abschließt. Die müssten da ja auch noch reinkommen. Und jetzt hat man da so eine schöne kleine Ablage. Ich finde das total cool. Da kann man sich einerseits, kann man sich da hinsetzen, ne, um irgendwie, keine Ahnung, Socken anzuziehen oder was weiß ich. Natürlich nur gefühlt. Man könnte da auch eine Sitzbank drauf machen. Ich würde es aber ganz gern hier mit so ein bisschen Deko-Krams hier bepflastern. Dass man da einfach so ein paar Sachen hinstellt. Die müssen da nicht unbedingt zugehörig sein. Ja, da hat man einfach irgendwie mal was hingestellt. So ein bisschen Unordnung finde ich immer ganz schön. Brauchen wir noch so ein bisschen so Deko-Schilde da. Aber da haben wir keinen Platz mehr. Ja, das wäre toll gewesen. So ein paar Körbe oder irgendwie so ein Wäschekorb. Oder hier diese Handtücher. Wir haben unten ja auch den Mega-Wellness-Bereich. Also die können sich, glaube ich, badtechnisch wirklich nicht beschweren hier. Also da nochmal sowas hinlegen. So kleine Handtücher. Und dann. Da muss noch so ein bisschen wirklich was Bartspezifisches drauf. Ich glaube, ich packe da auch so ein paar von diesen Fläschchen da drauf. Ist ja auch ganz toll, dass man da so ein bisschen was für die Badewanne hat. Dann kann man die da drauf stellen. Gehen die auch? Die gehen auch da drauf, witzigerweise. Das ist sehr gut. Aber nur die kleinen da, ne? Ja. Das sind eigentlich Sprühdinger da. Die werden da eigentlich, glaube ich, nicht so gut. Ja, ich packe mal die da oben drauf. Mal gucken, ob die auch hier so gut hinpassen. Passt auch. Dann machen wir das mal so. Dann packen wir das eher da drauf. Ah, das ist wieder von der Höhe her schwierig. Das will nämlich nicht so, wie ich das will. Müssen wir nochmal auf den Boden der Tatsachen hier zurück. Mal gucken, ob wir die hochgelevelt kriegen. Jetzt ist es besser, oder? Ja, ich glaube, es schwebt immer noch ein Little Bill hier. Little Bill schwebt das noch. Noch mal gucken, vielleicht können wir die auch da oben drauf stellen oder so, das wäre auch ganz süß. So ein bisschen Leveling, oh, das ist wieder schwierig. Aber ich denke, die kriegen wir, ich weiß nicht, ob die einslotten auf diese Regale, das slottet eigentlich alles ein, so als Behelfslösung kann man das sehr gut machen, nämlich, dann nehmen wir das dritte hier auch, und dann kann man die direkt auf diese Höhe auch mal hier platzieren. So. Und dann schnappt man sich die und dann sind die nämlich auf der Höhe schon, die man haben wollte. Das ist das dritte hier, das brauchen wir auch noch. Immer gucken, dass es genau auf der Höhe ist und dann loslassen und dann mit Move Objects, ne, mit Alt gedrückt halten und dann hier klicken und da so ein paar Fläschchen noch stehen, so ein bisschen krumm auch. Und dann kann man das Regal wieder wegmachen. War nur als Hilfe, genau. So, jetzt werden wir nochmal so zwei von den Dingern, die gehen wieder nicht, aber die können wir wieder gut hochleveln auch. Passt ganz gut. Wenn die so ein bisschen in der Badewanne drin sind, macht das gar nichts. Dann waren es einfach, ne, bisschen kleinere Fläschchen. Sehr schön in verschiedene Duftrichtungen hier. Wow. Okay, und dann gucken wir nochmal in die Deko rein. Da ist immer was los hier in der Deko. Wir brauchen auf jeden Fall noch hier solche Zahnputzbecher. Komm, mal gucken, ob man die da irgendwie oben drauf. Perfekt. Das kriegen wir da hin, da, oder? Machen wir da hier so in den Rand. Und dann haben die da eine Ablage, weil die Waschbecken, die sind so ein bisschen... Ja, da darf nicht so viel rumstehen immer. Finde ich immer ganz, ganz schlimm. Wieso geht das jetzt nicht hoch? Komm, hochgelevelt mit dir. Ich habe immer Angst, wenn das kurzzeitig nicht geht. Ach, hier müssen wir gleich nochmal gucken. Ja, das schwebt noch ein bisschen. Ich bin da wieder zu perfektionistisch. Wir müssen da nochmal unseren Regaltrick hier anwenden, ja. Weil das ist zum Glück auch ein kleines Objekt. Leider geht das nicht mit allen Objekten. Das ist so ein bisschen das Schadige.
weil nur die, die auf Regalen auch einslotten, ne, die gehen auch da drauf dann. Wir haben da, glaube ich, sogar auch noch, gibt es auch einen gelben, dann nehmen wir das einheitlich hier. Weil es hier auch sowas Blaues, aber nicht ganz das Blaue, machen wir das auch so ein bisschen gelb. Was haben wir noch an Deko fürs Badezimmer? Das Körbchen ist auch total schnuggelig. Das ist auch schnuggelig, das Ding. Komm, das kriegen wir da noch drauf. Dann machen wir hier, nehmen wir auch hier, nehmen wir das. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. So. So, jetzt haben wir da so ein bisschen Kramsregal halt, ne? So ein bisschen Familienzeugs, da wird was auch mal hingestellt, einfach so. Keiner war es dann wieder. Wisst ihr Bescheid. Und jetzt holen wir uns noch schöne Teppiche. Also ich würde am liebsten, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht so Bastteppiche oder sowas, das ist immer ganz schön. Die sind saugfähig, die sehen halt schön aus auch, ne? Das sind so ein bisschen dezent auch, das ist nicht gleich so ein Monster-Ding irgendwie. Und die kann man da ganz gut davor legen und hier davor, vor die Badewanne, ist einfach ein schöner, schlichter Teppich. Ja, man kann da natürlich auch immer in die Farben reingehen, das sind auch ganz schöne Teppiche. Wir können ja auch hier nochmal, wenn ich das gerade sehe, so ein bisschen in das Türkis auch noch rein. Ich mag das ja echt gern, in Bädern, ne, dieses Türkis da zu verwenden. Und ich glaube, ich mache das jetzt auch, weil mir der jetzt richtig gut gefällt. Verkleinerungs-Cheat. Ja, und so ein bisschen abgerundet, das gefällt mir auch ganz gut. Deswegen, also ich nehme jetzt den. Der ist ein bisschen größer als der andere, aber das passt hier schon. Das ist nochmal eins kleiner vielleicht, dass man da nur so einen kleinen hat. Dann könnte man den da auch eigentlich... Ja, das ist wieder schwierig, ne? Da bräuchst du eigentlich den großen. Aber sieht das gut aus, wenn das die gleichen sind, verschiedene Größe haben? Ja, da muss man nochmal überlegen. Hier müssen wir mal gucken, was da noch hat. Jetzt da noch irgendwas zu mischen, der ist auch total schön. Mit dem müssen wir mal ein Bad machen, mit so Rot-Orange-Tönen. Oh, das ist toll. Das ist eine schöne Geschichte. Ja, das gefällt mir eher nicht so. Der wäre wieder so in das Blaue, ne? Das könnte man auch machen. Haben wir da mehr dieses Türkis und da mehr so dieses Blau. Das ist doch okay dann, oder? Ja, das kann man schon so machen, ja. Haben wir die nicht noch in irgendeinem anderen Ton auch? Hat man die nicht noch? Weil dann könnten wir uns vielleicht auf eine Farbe... dieses Türkis quasi einigen und dann hier einfach neutrale Handtücher quasi, sag ich mal, machen. Wobei es bei Handtüchern echt egal ist, ne? Da kannst du wirklich eigentlich alles nehmen. Das ist so ein bisschen auch was Freies. Nur, der Teppich ist jetzt auch so. Dann ist es schwierig. Ich nehme dann doch jetzt den gleichen, ja. Ich mach das mal so. Jetzt können wir nochmal das Licht einmachen, dass wir da nochmal schöne Beleuchtung haben. Wow. Ja, was das wieder ausmacht, ne, mit so ein bisschen Licht. Sehr schöne Geschichte. Doch, in jeder Ecke ist irgendwas Schönes. Wir haben zwar kein Stück Grün jetzt hier drin, aber wir könnten noch was reinmachen. Und zwar so ein kleines Bild hier vielleicht. Oder nee, wir machen da so eine Hängepflanze hin. Da gibt es auch diese eine tolle. Ich darf ja mit allen Packs bauen, ja. Ja, aus Gaumenfreunden, die ist ganz schön. Die könnte auch im Bad gut funktionieren. Und da haben wir auch so eine, das ist ein bisschen zu, die da, ja. Die passt da dann auch ganz gut rein. Eieieiei. So. Na, auf die Höhe ungefähr. Ne, ein bisschen tiefer sogar würde ich die machen. Ja. Ja, das reicht auch. Da hinten brauchen wir, oder? Nicht noch? Ich hätte immer Angst, dass wenn hier bloß ist, das Ding da runterhaut. Dass ich hier. Aber vielleicht können wir da nochmal irgendwie sowas reinmachen. Da fehlt mir auch nochmal so ein bisschen was. Ja. So ist es ganz gut. So. It's okay. It's alright, würde ich sagen. Ja. Okay, dann machen wir weiter. Uns fehlt noch. Was haben wir noch notiert? So, Kleinkinderbett, Halbwand, färben, das Bad. Wir brauchen noch eine Garderobe so ein bisschen. Das ist klar. Ja, hier müssen wir unbedingt noch irgendwie was hinmachen. Das ist unser Eingangsbereich. Da geht es in den Wellnessbereich, in die Kinderzimmer und hier in euren Community-Projektraum, den ihr eingerichtet habt. Und wir haben Handtücher vergessen an den Waschbecken. Ja, danke schön. Es ist immer schwierig, wenn man in der letzten Folge ist, ne? Dann könnt ihr ja nicht mehr quasi kommentieren. Wir machen die mal ein bisschen kleiner. Dann könnt ihr ja nicht mehr kommentieren. Und dann ist das so ein bisschen doof. Die dürfen da gerne so ein bisschen drüber hängen, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Dann könnt ihr nicht mehr kommentieren oder mir nochmal helfen und sagen, deine Leute vergessen, ja. Ja, das stimmt wohl, ne? Und deswegen ist das in der letzten Folge immer so ein bisschen, ja, ein bisschen nervenaufreibender, weil ich... ja doch durchaus dann so ein paar Sachen vergessen kann, die dann wirklich essentiell eigentlich sind. Und deswegen können wir jetzt da bei der Treppe, und das passt auch ganz gut,
hier einfach so ein paar, nicht wieder, weil die anderen da nehmen, so ein paar Jacken und Mäntel nehmen. Es ist jetzt hier wieder die Schwierigkeit, dass es hier natürlich keine weißen Holzdinger erstmal gibt. Und dass dann diese Koffer da in den Säulen drin sind, ja. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Uno ist, dass wir das Ding in die Treppe reinschieben. Das dürfte nichts ausmachen. Wir müssen oben halt nochmal gucken, weil die oben habe ich da, glaube ich, auch... Nee, das ist ein Stockwerk höher. Oben habe ich da dann... ja, sieht sogar irgendwie besser aus, ne? Ja, oben habe ich das dann so, aber da macht es auch nichts aus, weil da müssen die dann auch so ein bisschen draufstehen hier. Das ist so mein... Aber das ist okay. Weil da habe ich auch mein Ding aufgehangen und nicht, dass wir die verschieben, dachte ich. Aber so finde ich es ganz gut, weil da muss man auf jeden Fall das auch so lassen, dass die da nicht runterpurzeln. Und weil das hier quasi zwei Treppen sind, können die auf jeden Fall, selbst wenn diese Treppe hier, also dieses Kästchen hier blockiert ist, können die trotzdem hier runterlatschen. Das macht den Sims nichts aus. Dann machen wir das mal so. Und hier dann natürlich daneben dann auch das andere, den Counterpart für die Mädels. Für die Ladies. Ja. Und dann haben wir das ganz schön. Ne? Wir machen das noch ein bisschen tiefer, dass das nicht so blöd da hängt. Der Treppe klebt. Ja, machen wir das so. Das E war eh zu hoch. Und dann können wir da drunter noch so ein paar Schuhe stellen. Wenn ich sie denn finde. Yo, wir finden es. Das ist gleich hier bei Skulpturen. Ja, nein, vielleicht nicht. Ich glaube doch nicht. Ist es hier auch nicht, oder? Ist es hier? Ist es nicht? Nee, ich glaube nicht hier. Nee, da ist es wirklich nicht. Schade. Was ist denn das für ein schönes Ding? Das ist auch voll toll. Bei Kleinskrams? Ich glaube, da ist es. Ich suche sie jedes Mal. Das ist unfassbar. Es ist unfassbar. Wirklich. Es ist echt so, dass ich es jedes Mal suche. Dann haben wir jetzt auch wieder nur dieses andere Holz wieder. Ne? Ist wieder dann nehmen wir da das Schwarze. Aber ich möchte da nicht nochmal einen anderen Holzton reinbringen. Und nehmen da dann auch zwei Stück. Dann haben wir das mal so. Wenn man da auch sieht, das ist ein Familienhaus. Und jetzt gucken wir hier, dass wir da noch ein bisschen Komfort. Da kann man doch noch so eine schmale Bank oder sowas hinstellen, ne? Sowas irgendwie, genau, hier ist sowas da. Das ist schön aus Holz wieder und passt farblich ganz gut dazu. Und dann kann man da sich nochmal hinsetzen und die Schuhe anziehen oder irgendwie. Das ist doch ganz gut. Wir haben eh den Platz hier und das ist doch hier. Oh, das passt sogar ganz gut mit dem Schwarz hier, ne? Wegen den Bildern. Wenn wir die dann vielleicht auch, da gibt es nicht in Schwarz, ne? Aber lassen wir das mal so, ja. It's okay, it's alright. Ich würde mal sagen, das ist doch mal eine coole Geschichte. Ich würde aber dieses Kindergemalt-Dings hier mal vor die Kinderzimmertür packen und da dann eventuell nochmal einen Spiegel ran. Weil man braucht da irgendwie im Flur, glaube ich, doch nochmal einen Spiegel irgendwo. Und da würde ich dann ganz gern hier so einen Leuchtspiegel nehmen. Die nehme ich so gern. Haben wir jetzt oben im Bad nicht genommen. Hier ist ein bisschen doof. Ja gut, hier wird es auch noch irgendwie, aber da ist auch so ein bisschen, ne? Ich glaube, wir machen den da hin. Dann kann man sich da anziehen und kurz dann angucken und dann... Oh, sieht das gut aus. Wow. Ist immer so ein tolles Licht irgendwie in den Spiegel, ne? Und es bewegt sich auch. Komisch. Okay, da haben wir das auch geschafft. Jetzt, last but not least. Wie gesagt, das ist euer Community-Projektraum. Gibt es hunderte von euch für euch in der Galerie. Hashtag Modern Whitewood. Natürlich alles zusammengeschrieben. Wir haben den Wellness-Bereich hier, die zwei Kinderzimmer und den Eingangsbereich hier unten mit einer kleinen Schaukel auch noch. Wir haben hier den Grill- und Familienbereich mit Planschbecken. Wir haben die Küche, das Wohnzimmer, ein Badezimmer. Wir haben hier ein Teenagerzimmer mit riesigem Kleiderschrank. Und da haben wir den Partybalkon noch, mal sieh, sag ich dazu mal. Und da das Elternschlafzimmer. Ah, das ist auch so schönes Holz, da Manometer. Und da habe ich mir was überlegt, weil wir haben jetzt hier die Kissen und so. Und da könnte man doch diese super schönen Sitzkissen nehmen. Wir sind ja mitten im Sommer, das geht. Oder aber die da, die fallen mir gerade ins Auge. Die sind nämlich auch richtig cool. Das sind schöne Außenmöbel, die sind nicht zu... Ne, das soll so ein bisschen Teenager-mäßig hier sein. So ein bisschen was Lockeres, irgendwie was Cooles. Vielleicht auch ein bisschen Farbklecks mit rein. Und das Blau so toll, aber das erinnert mich immer an so ans Griechenhaus oder so. Ja gut, das ist auch nicht schlecht. Hier ist ein bisschen kitschig, aber das ist mir zu plastisch. Wisst ihr, wie ich meine? Ich würde lieber mal gucken, ob wir doch nochmal irgendwas Holziges finden, was man aber für außen verwenden kann.
Das ist immer so wieder mit den Mustern. Oh, das ist auch ein schönes Ding eigentlich, ne? Ich mit dem Holzthema, das ist ja hier so mein Ding irgendwie in dieser Reihe. Aber das ist halt schon sehr... Das ist cool irgendwie. Das gefällt mir jetzt wieder. Türkis hier, ne? Das ist so ein bisschen zu Indoor-mäßig. Ich muss, glaube ich, da echt mal gucken. Was wir da noch... Wir gucken vielleicht auch mal da rein. Da sind ja eher eigentlich die Außenmöbel drin. Die sind auch cool. Die sind auch cool. Aber die sind mir zu groß auch. Und die sind wieder zu Indoor-mäßig, finde ich. Das ist echt jetzt bei Außenmöbel drin, ne? Unfassbar. Oder wir nehmen das hier. Das ist halt wieder kein Holz. Das ist eher so... Ja, nee. Also eigentlich würde ich schon ganz gerne das Holz hier nehmen. Das könnte man noch machen. Das wäre schön für den Balkon. Da muss man halt die Kissen irgendwie mit reinnehmen. Und dann nehmen wir das. Das passt doch hier ganz gut immer rein in die Ecken. Dann nehmen wir das uns hier dazu. So, und machen das hier auch nochmal. Haben die da einmal so eine kleine Sitzecke quasi. Machen wir das mal so. Das Feuerwerk muss natürlich dann weg. Yay. Yeah. Guten Rutsch nochmal euch. Ja, ja. Könnt ihr auch hier feiern auf dem Balkon. Müsst ihr aber aufpassen, wenn ihr da was hochschießt. Da oben ist ein Dach noch. Aber es sind, glaube ich, nur so Bodensprüher. Und ich habe so ein bisschen gedacht, hey, komm, da könnte man so einen Party-Balkon machen. Weil es gibt ja immer mal wieder Partys, die man feiert. Und da braucht man eine Bar, so ein bisschen was zum Sitzen. Musik, ganz wichtig jetzt. Und da kann man da oben wirklich diese Partys auch feiern. Das ist echt cool. Das gefällt mir nämlich ganz gut. Wir haben sogar diese Wandlautsprecher. Das wäre auch ganz cool. Dann nehmen wir nämlich die dazu. Hat man da nochmal so ein bisschen die Möglichkeit, die Musik auch zu steuern. Und da hätte man sogar noch, glaube ich, ein bisschen Vordach, ne? Nee, haben wir gar nicht. Wir haben nur dieses Pseudo-Dach, was einen schönen Schatten wirft. Ja, dann kann man sich da nämlich sitzen, was trinken, ein bisschen labern, Party machen, tanzen dann. Ich würde den, glaube ich, dann doch so ein bisschen hier rüber schieben. Machen wir das dahin und dann kommt jetzt hier nämlich Highlight, Highlight, Highlight. Ich hoffe, ich bin mal gespannt, wo wir da rauskommen unten. Die Tanzfläche aus Glas. Ja, hat nichts mit Joko und Glas zu tun. Das hört sich nur so an. Also schon die große eigentlich nehmen. Ja, wir haben ja den Platz. Und dann das andere Schnippchen, was wir damit schlagen, wir kriegen mehr Licht ins Wohnzimmer. Ist das ein tolles Highlight oder ist das ein tolles Highlight? Ich würde dann jetzt auch nochmal hier gucken. Das ist immer ganz toll. Da kann man dann gucken, ne, mit den Schatten auch. Wo hört denn die Tanzfläche auf? Da muss man die so ein bisschen drumrum da setzen, die Lampen, und dann hat man trotzdem die Beleuchtung. Das Ding gibt es sogar, glaube ich, auch in diesem Orange mit drin, ne? Dann nehmen wir das gleich auch, dann haben wir hier so ein bisschen dieses Orange halt mit drin. Und dann packen wir dich noch so ein Stück weiter rüber, dann haben die da eher... Es ist eine Villa, man muss es echt so sagen. Hat man hier so wirklich einen schönen Partybereich einfach. Ja, das ist doch toll. Ist das toll oder ist das toll? Ist doch schön. Da kann man hier sogar wirklich tanzen und sogar runter ins Wohnzimmer gucken. Oh, die eine Oschi-Dinge-Lampe da, die ist noch... Ein bisschen und die auch noch ein bisschen rüber, ne? Ja. Das ist Hammer, oder? Ist das Hammer oder ist das Hammer? Und ins Wohnzimmer ist jetzt auch nicht so privat wie ein Schlafzimmer oder ein Bad oder so. Schon geil einfach, oder? Hammer. Ich finde das richtig, richtig gut. Und jetzt würde ich da nochmal gucken, ob wir hier vielleicht noch so ein paar Kissen dann trotzdem hinmachen. Meine ursprüngliche Idee. Wo sind denn wieder die Kissen? Ich glaube, die sind hier, ne? Weil die sind auch so ein bisschen... Ja, so ein bisschen Kindergeburtstag, kann aber auch für was anderes sein. Und das ist einfach, da können die Sims sich auch hinsetzen. Das sieht irgendwie cool aus, wenn die sich einfach irgendwo hinsetzen, die immer auf so einen Stuhl. Da liegen halt so ein paar Kissen rum, ne? Da haben wir eh welche, wegen diesen Luftballon-Party-Dingern. Und dann ist das so eine coole Sache, wenn man da noch so ein paar Kissen einfach hinlegt. Die kann man auch so schnappen und reintragen, ne? So stelle ich mir das irgendwie vor. Bar, Musik, Tanzen, Sitzen. Was brauchen wir noch für Partys? Ich glaube, das war's, oder? War das alles? Ich glaube schon. Ich glaube. Ja gut, Essen und so Catering könnten wir noch ein bisschen gucken. Weil wir haben ja... Gut, Essen ist auch nicht unbedingt, glaube ich, nötig. Wir haben ja diese Tische, aber ich glaube, die passen da nicht so gut. Das wäre ein bisschen diese aus Luxusparty. Das könnte man aber auch noch machen. Ich geh mal wirklich rein. Zeig mir mal alle aus dem Luxusparty... Accessoires Pack, weil da gibt es nochmal so ein paar schöne Geschichten hier. Ja, so ein paar. Oh, das ist auch toll. Genau, wir nehmen mal dieses Tischchen, packen da einen Schokobrunnen drauf. Das ist aber, glaube ich, auch Getränke, ne? Schokobrunnen. Nehmen wir das Bankettplateau. Ja,
ja, ja. Hat auch wenig mit Holz zu tun, aber ich finde das gerade hier mit dem Lila und Grün ganz toll. Boah, das muss ich mal kombinieren in irgendeinem Raum. Das ist ja ein geiler Kontrast hier. Dann nehmen wir da nochmal so einen Schokobrunnen. Muss man schon nicht spülen, ne? Dann regnet, dann... Das ist doch nochmal so ein Highlight irgendwie, oder? Das ist so ein bisschen luxusmäßig auch noch was. Dann machen wir das Kissen vielleicht hier noch ein bisschen so weg. Weil die sollen da schon so ein bisschen hier so rumsitzen irgendwie, finde ich. Das ist irgendwie ganz cool. Ist ein bisschen um die Säulen da auch vielleicht. Ich würde da gar nicht mal so einen Tisch hinstellen oder so. Wir müssen das Feuerwerk... Das ist schon immer so ein bisschen auch mit Kissen und Feuerwerk und... Oh. Ja, ja, das ist schon so. Das ist schon wahr. Also... Aber das ist ganz geil. Er will hier auch nichts chillen hier oben, oder? Das ist doch der Hammer. Ist doch der Hammer hier. Ja. Ja, ja. Doch, das ist perfekt. Finde ich geil. Lassen wir es so. Ich zeige jetzt noch mal ganz kurz das Haus und dann gibt es das Ding in der Galerie als Download. Ich hole noch mal kurz in meine Notizen rein, aber ich glaube, ich habe alles. Sekunde. Ja, ja, ich glaube, ich habe alles. Alles, was ich mir notiert habe zumindest. Sehr gut. Also. Liebe Leute, das ist meine Live-Modus kurz. Meine Modern White and Wood Villa. Sehr, sehr schöne Folgen mit euch. Ein bisschen Weihnachtsdeko auch noch mit drin. Ja, wenn ihr das Video zum Erscheinen anguckt oder so ein bisschen danach, dann passt das natürlich. Wir sind hier an Weihnachtsfeiertagen. Und wir haben hier den Eingangsbereich mit schöner Beleuchtung, so ein paar Bäumchen auch, Garageneinfahrt. Aber es ist natürlich keine Garage, es gibt keine Autos, aber wir haben das super verwertet. Wir haben hier einen Wasserfall mit Glasfenstern in unserem Pool. Man hat hier auch nochmal so ein bisschen Wasser dann, ne? So ein bisschen Luxus und irgendwelche großen Büsche, finde ich ganz schön. Dann geht man da rein, schöne Beleuchtung, ein Stück Grün an der Wand, geht man rein. Man hier den Flurbereich, da ist euer Zimmer. Das ist quasi von euch eingerichtet worden, wieder hochgeladen worden. Und da gibt es viele verschiedene Zimmer. Also wenn ihr mehr Kinder habt, holt ihr euch ein Kinderzimmer, wenn ihr... Keine Ahnung, nur ein Pärchenzeit, holt ihr euch einen Wellnessbereich oder keine Ahnung, ein Fitnesscenter oder was auch immer. Haben wir eigentlich auch schon, aber. So, da haben wir dann das Teenager-Rocker-Zimmer, so nächstes Mal. Viel mit Werde berühmt hier drin auch. So ein bisschen Gaming-mäßig, ein bisschen Zocker-mäßig, so ein bisschen jugendlich alles. Spraydosen, Zeichentablet und so ein bisschen Klamottenfreak, ne? So ein bisschen Rocker-Stil, finde ich voll geil. Vor allen Dingen für so einen Teenager, Kegel geklaut, so ein Buch. Hobby, Gesang, Drohne, ein bisschen Technik, ne? Ja, dann haben wir hier den Flur mit Garderobe, so ein bisschen was für die Kinder, extra so tief hingehangen wegen denen, ne? Weil die Kinder das auch selber hingeklebt haben. Wir haben hier schöne große Holzregale, Holz und Weiß, ne? Das Thema hier natürlich wieder. Ein bisschen rosa natürlich, ich weiß. Aber kam ganz gut an, muss man schon sagen. So, Kaugummitiere, Burg mit Berchi. Viele Kuscheltiere, Kleinkindbett noch reingedrückt hier am Schluss. Natürlich Schreibtisch und draußen dann so ein bisschen das Bällebad mit Schulprojekt auch. Dann haben wir hier ne, im Flur auch, wir haben einmal, können wir direkt in den Wellness- und Fitnessbereich oder zuerst durch die Duschen. Das sieht man dann auch in den Pool rein, das ist ganz schön. Hat dann hier so eine tolle Beleuchtung, hier sind die Duschen, 4 Stück. Und... Ja, da ist dann ja, so ein bisschen Fitnessgetränke. Wir haben hier noch ein kleines separates WC. Auf diesem Level auch. Kann man auch nochmal reingehen. Schön beleuchtet. Da hat man dann den Fitness- und Wellnessbereich unter dem Wasser quasi, aber auch mit freiem Blick in die Natur. Das hat sich einfach angeboten hier im Erdgeschoss. Massagestühle. Und ja, wir fliegen jetzt mal so hoch durch den Pool nach oben. Ja, da kommen wir da raus in dem Wohnstockwerk, sage ich jetzt mal dazu. Da haben wir den Pool, viel auch wieder für die Kids, so ein bisschen was Witziges mit den Kaugummitieren, wie auch schon im Atlantis Pool und Spa. Wir haben so ein bisschen Maltisch, natürlich so Zeichnungen, so ein bisschen aus dem Debug-Krams raus für den Grill. Und da ist so eine tolle Beleuchtung auch. So ein paar Farbkleckse dann doch, wir haben ein riesiges Glasdach hier. Kann man sich dann auch im Regen aufhalten, ohne dass die irgendwie gleich rummaulen. Nee, ich bin voll durchnässt. Bisschen für die Kids was und da noch so ein bisschen was zum Sitzen dann auch schön natürlich abgesperrt, dass man da nicht runterpurzelt. Ja, eigentlich kommt man ja dann da hoch vom Eingangsbereich, kommt in die Küche, Esszimmer, ja, schön auch hier Türkis. Wir haben doch schon einiges Türkis hier doch gemacht dann am Ende, aber es ist ganz gut, das harmoniert dann zusammen, finde ich auch ganz gut. Oder dieses, ja, die Küche, das war ein Desaster, du, da haben wir ewig rumgemacht. Das Wohnzimmer, jetzt wird es hier Licht hier, ja, wird es hier Tag. Mit einer dunklen Bücherecke.
Schöne Leseecke, Musik, Kids, was dabei, bisschen Weihnachtsdeko. Hier eine schöne Bar in der Wand. Das Wohnzimmer natürlich mit viel Platz. Da kann man schön zusammensitzen und feiern und plaudern. Gameplay-mäßig natürlich auch vorteilhaft. Und hier natürlich das Badezimmer, das wir eben noch eingerichtet haben, damit die sich nicht hier streiten. Beim, ja, im morgendlichen Stress. Wir fliegen hoch. Da ist nochmal so ein Flur. Und wir haben auch komplett Verglasung hier. Ich zeige es dir nochmal von oben. Ja, so sieht das aus. Und dann fliegen wir hier rein in das Elternschlafzimmer. Hey, da steht schon eine. Ich bin voll gegen den Arsch geknallt. Dann haben wir so ein bisschen so ein Arbeitsbereich hier auch noch. Wir haben hier so ein bisschen einen Ankleidebereich. Dann haben wir hier das Bett natürlich. Und da dann so den Kamin, den Stylo-Milo-Kamin. Auch hier mal so ein Bücherregal. Schön Holz, schön weiß. Modern, White and Wood. So war das Thema. Da hängen ein paar Dinger jetzt auf den Dingern, aber das ist mir jetzt egal. Das merkt keinen Sinn. Wir haben hier unser Badezimmer on top of the world. Auch hier Vollverglasung. Oben wie außen. Eine schöne Eckbadewanne hier in der Nische. Kann man sich schön reinkuscheln. Auch hier Dusche und WC. Und dann hier die Waschbecken. Mit Kramsregal. Und Mülleimer. Wow, oder? Bademäntelchen und so ein bisschen anders als das andere. Und hier... Last but not least, das Teenage Girl Schlafzimmer mit riesigem Kleiderschrank, Hamster, Schreibtisch, kleiner Sitzecke, Gitarre und so ein bisschen was Süßes, Schnuggeliges, Gestaltungsmäßiges, Kreatives, finde ich ganz toll. Auch hier so ein bisschen, ne, toll, 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 das Zimmer ist echt cool. So ein bisschen auch so, ne, da mal Lichterketten aufgehangen, nicht nur so, dass das Standardkram ist. Dann haben wir hier draußen noch unseren Partybalkon mit Glastanzfläche und Luftballon-Deko. Das ist die Modern White and Wood Villa. Ich bin Daniel von simfans.de. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Das war's nämlich jetzt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Das Ding gibt es nämlich in der Sims 4 Galerie als Download. Alle Infos in der Videobeschreibung könnt ihr euch runterladen, wenn ihr wollt, und dann in eurem Spiel nutzen. Ihr dürft das natürlich verändern und rumbasteln und dann auch wieder hochladen. Habe ich gar nichts dagegen. Fühlt euch frei, macht da draus was Kreatives, teilt eure Inspiration, eure Kreationen und ganz viel Spaß mit diesem Haus, wenn es euch gefällt. Ich finde es richtig cool, es war eine tolle Idee von euch ja auch, mal eine große Villa zu bauen, modern, mit Holz und Weiß, und das habe ich gemacht. Ich hoffe, euch es entspricht eure Vorstellung und ja. Bis zu einer nächsten Reihe eurer Wahl. Und jetzt noch bitte gern kommentieren, was ihr euch noch so für Reihen wünscht. Jo, bis dann. Macht's gut. Ciao.